Ja, dann erstellen wir uns den ersten Kurs. Dazu klickt man auf diese Schaltfläche Kurs erstellen. So, und jetzt werden wir hier in zwei Feldern gefragt, wie denn der Kurs heißen soll. Und hier ist wichtig, dass wir einen Kursnamen wählen, der noch nicht vergeben worden ist. Ich probiere das mal aus, ob das funktioniert. Also DIN-Regeln. Dachau. Dann brauche ich das gleiche noch in kurz. Warum? Keine Ahnung. Klingt komisch, ist aber so. Ich mache das mal so. DIN DAH. Mal schauen, ob das durchgeht. Ansonsten klicke ich dann auf Speichern und Anzeigen. Hat er also genommen. Okay. Standardmäßig hat er jetzt hier schon Abschnitte und Allgemeines angelegt und das kann ich aber auch entsprechend verändern. Wenn ich mehrere Abschnitte brauche, dann klicke ich hier einfach auf das Plus oder wenn ich einen weniger brauche, auf das Minus. Okay, statt Allgemeines möchte ich Info draus machen. Ich klicke hier auf Bearbeiten, sage Abschnitt bearbeiten. Natürlich muss der Abschnitt dann auch markiert gewesen sein. Und dann mache ich hier ein Häkchen hin und sage Info. Ändern, speichern. Dann steht hier auch Info. Wenn ich jetzt hier auf Abschnitt 1 gehe, kann ich wieder hergehen, Abschnitt bearbeiten, angepasst. Und da sage ich Aufgaben. Änderung speichern. Abschnitt 2 bearbeiten. Abschnitt bearbeiten. Und den nenne ich Kommunikation. Änderung speichern. Und jetzt noch der dritte Abschnitt. Bearbeiten. Abschnitt bearbeiten. Und den nenne ich Test. Änderung speichern. So. Dann, ja, damit kann man eigentlich schon arbeiten. Ich mache mal die Bearbeitung wieder aus. Also natürlich kämen jetzt hier in die einzelnen Registerkarten noch entsprechende Abschnitte rein mit Aufgaben. Ich kann jetzt aber hier schon hergehen und diesen Kurs verfügbar machen. Wichtig ist, dass die Bearbeitung ausgeschaltet ist. Dann gehe ich hier runter, sage Nutzerinnen. Und dann auf die Einschreibemethode gehe ich. So, dann in dem nächsten Fenster sage ich Methode hinzufügen, auswählen, Selbsteinschreibung. Hier muss ich einen Einschreibeschlüssel vergeben. 1, 2, 3, 4, 5. Weitere Einstellungen muss ich hier eigentlich nicht vornehmen, es sei denn, ich möchte jetzt unbedingt, dass ich einen Einschreibebeginn festlege, Einschreibungsende, Teilnehmerdauer. Dann stelle ich hier noch weitere Dinge ein. Ansonsten reicht es, wenn ich hier sage Methode hinzufügen. Jetzt habe ich also diesen Kurs unter der Selbsteinschreibung verfügbar gemacht und jetzt geht es einfach nur darum, wie man den Kurs dann entsprechend leichter aufrufen kann. Das wäre hier mein Kurs. Also ich gehe jetzt hier auf meinen Schreibtisch zurück. Das wäre der Kurs und das wäre eigentlich die URL, über die der Kurs aufrufbar ist. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich kann ja, diesen langen Link irgendwie verschicken, dass die Schüler den dann direkt aufrufen. Wenn sie ihn abschreiben müssen, wird es schwierig, weil hier kommen mit Sicherheit dann Schreibfehler und dann kommt vielleicht eine ganz andere Internetseite oder gar keine. Hier gibt es jetzt die Möglichkeit, entweder diesen Link zu kürzen. Ich habe hier die Seite T1P. Da kann ich diesen langen Link hier eingeben, klick auf Link kürzen und dann habe ich hier einen sehr kurzen Link, also t1p.de, das ist ja immer. Und dann wird er auf vier Zeichen nochmal zusammengeschrumpft. Andere Möglichkeit, über so einen QR-Code kann ich hier auch diesen Code eingeben.
dann wird dieser QR-Code hier entsprechend erstellt und diesen QR-Code, den kann ich dann zum Beispiel runterladen und dann weiterverwenden. Sowas funktioniert sogar in Word. Also wenn ich hier, habe ich schon mal ausprobiert, wenn ich hier bei den Add-ins einen QR-Code verfügbar mache und gebe hier meine URL ein, dann wird hier auch dieser QR-Code entsprechend erstellt. Den kann ich hier einfügen und das Ganze kann ich dann wie eine ganz normale Grafik behandeln. Ich kann das Ding verschieben, ich kann es kleiner, größer machen und dann halt entsprechend ein Arbeitsblatt gestalten, wo der Schüler dann über diesen QR-Code, wenn er es mit seinem Smartphone fotografiert, dann den entsprechenden Kurs aufrufen kann. Okay.